Countdown. Alarm. Hallo? Hören Sie mich? Hören Sie mich? Wer ist denn das? Jemand in Not. Ah, okay. Ist es überhaupt erlaubt zu retten? Hören Sie mal. Da hätten wir viel zu tun. Ich habe gerade mit einem Unternehmer gesprochen. Win? Da gibt's doch Vereine. Aber was machen wir, wenn vereinte Ohren geschlossen sind? Dann geht doch der Betroffene auf hoher See im Ahrtal. Oder der Attackierte seelisch unter. Win? Weißt du überhaupt, ob man gerne gerettet werden darf? Das Problem ist allerdings, im März 2023 hat die Federal Reserve Notprogramme für Banken aufgelegt, um eben dieses gesamte Bank... Das gesamte Punkt? 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 Ja, was denn? Was kommt jetzt? Darf ich jetzt adaptieren einer Notsituation oder darf ich nicht adaptieren einer Notsituation? Das ist hier die Frage. Ist Rettung produktiv oder nicht? Das ist hier die Frage. Wenn der Akku leer ist, der Panasonic-Akku oder ein anderer Akku, dann geht nichts mehr. Die Kamera läuft nicht mehr. Ich kann nicht mehr aufsagen in die Kamera etc. pp. Margot Friedländer ist eine hochbetagte Holocaust-Überlebende. Warum bekommt sie jetzt mehr Ohr denn je? Man hat hier einem Menschen die Schuhe und die Füße geklaut. Was heißt das? Und hier spricht nicht eine Banane. Was macht der mit seinem plakativen Verhalten? Ich bringe Gewürz ins Leben. Gewürze ins Leben. Es ist ein ganz anderer Aufsager. Warum? Weil ich anders müllere. Will man Rettung überhaupt? Siehe Ahrtal. Da war schon höchste Eisenbahn. 3 Jahre danach? Wird's peinlich oder nicht? Was ist Rettung? Dieses Foto, das Sie sehen mit ganacom.tv, sehen Sie, gemacht mit dem Hintergrund. Sie sehen hier den Fernsehturm und ein Anschnitt vom Olympiadach in München. 1972 ist da was Schlimmes passiert. Da hat man auch gerettet. Die israelitische Sportgemeinschaft. Oder die israelische Sportgemeinschaft. Die Olympiamannschaft. Hat man da weggeschaut? Nein. Warum hat man da nicht weggeschaut? Vielleicht kann mir der eine oder andere Augenzeuge etwas berichten. Ohrenzeuge inklusive. Warum gibt es jetzt den Aufsager? Ich wurde heute angerufen, heute Morgen, wenn wie hältst du das aus? Du hast jetzt eine Woche lang telefoniert für Vitali C. Und die Leute
die Beamten etc. pp., die nur bedingtes, produktives, rettendes erreichen möchten. Das muss doch auf die Nerven gehen. Ja, sicher. Da bin ich nicht zuständig, da ist das Gericht zuständig. Da ist der nicht erreichbar und dann telefoniere ich wieder nach Ansbach und dann telefoniere ich nach München, dann nach Brüssel, dann nach Straßburg und vielleicht spreche ich demnächst mit einem Polizisten aus Honolulu. Die Frau T. Punkt, die aus Forchheim Verwandtschaft hat und in Nürnberg mit dieser Nummer erreichbar war, hat gemeint, ja, sie ist bis zum gewissen Grad zuständig. Und obwohl sie weiß, es brennt enorm aufgrund der Herzattacken, hat sie nicht angeboten, ich nehme ihre Nummer auf, ich losiere. Entscheidend aufgrund der unmittelbar anstehenden Härte das Telefonat einem Entscheider, das ist nämlich alles möglich. Nein, sie hat die Alarmrufe meinerseits hinsichtlich Vitali C. Punkt, wie sagt man, gar nicht empathisch angenommen. Vielmehr hatte sie gemeint, naja, es ist ja ein freiwillig Ausreisender und das wird schon seine Bewandtnis haben. Das ist nicht so eilig, doch es ist sehr eilig, weil ich nämlich jetzt die Schriftsätze Stück für Stück bekommen habe. Auf hoher See, wenn ein Schiff havariert, lasse ich mir nicht erst einen Befund eines Arztes schicken aus dem Heimatland oder aus der City, wo sie wohnt, die Betroffene, die gerade unterzugehen scheint. Nein, ich werfe sofort das Rettungsboot oder den Rettungsring. Stimmt's? Oder habe ich recht? Ich habe recht. Sicher habe ich recht. Das nennt man einen Rettungsring. Ich muss so nah gehen, weil hier wenig Zwischenplatz ist für mehr Bildraum, weil ich sehr nah aufnehme. Und das ist Liqui Moly. Ein Anschnitt des Logos. Liqui Moly. Ich werde in Kürze auf den Ex-CAO zugehen unter dem Motto All In. Und ich vergesse natürlich nicht diesen Tag. Warum vergesse ich den nicht? Das sind Momente für mehr Mensch. Und die Hand kennt jeder in der Welt. Muhammad Ali. Warum halte ich das so rein? Dass das Gehör noch größer wird. In Deutschland. In Deutschland. Frau Friedländer, Sie haben mehr als recht. Warum, Gott sei Dank, werden Sie so erhört? Warum begreifen das regionale Gremien nicht? Ich werde es Ihnen persönlich in Kürze kommunizieren. Vielen Dank. Es ist unwahrscheinlich, wenn ein Presseschaffender so in Not ist, dass man ihm das vor Gericht nicht abgenommen hat. Man hat mir vorgeworfen, er hätte sich besser kommunizieren sollen. Ich weiß nicht, ob die Entscheidungsphase mit Dolmetscher in Begleitung war. Die Frage ist, warum forciert man die Erreichbarkeit
dieses Menschen. Da liegt etwas anders im Hintergrund zugrunde. Und darf ich jetzt retten oder darf ich nicht? Oder werde ich wieder stigmatisierend, ja, wie soll man das konkret nennen, versucht, ausgeschaltet zu werden? Nein, ich lasse mich nicht ausschalten. Auch ein Richter hat gesagt, wenn du hast dir nichts vorzuwerfen, du rettest einen Menschen und das ist, wie heißt das? Keine unterlassene Hilfeleistung. Verstehen Sie? Wissen Sie, dass unterlassene Hilfeleistung, so nach dem Motto, ich weiß, es ist jemand in Not, aber ich kümmere mich nicht, rufe jemand anders an. Irgendwann kann er nicht mehr anrufen, weil er keine Kraft mehr hat. Verstehen Sie das? Frau T. aus einem Amt aus Nürnberg? System zu stützen. Wenn das nicht gekommen wäre, wäre das Bankensystem abgerauscht. Was bedeutet? Was bedeutet das, wenn sein Leben abrauscht? Das Leben von Vitali C. Können Sie lebenslang damit leben, mir das Wort abgegraben zu haben? Das erste Wort nicht, aber das zweite Gespräch. Ja? Sie haben jetzt da jemanden sitzen, etc. pp. Anstatt zu sagen, Frau T., sobald ich im Zimmer frei bin, rufe ich Sie sofort zurück. Das wäre Ihre örtliche, wo Sie sind, ja, warum Sie dort sind, Aufgabe gewesen. Sie wussten, er ist in Not. Das. Was passiert, wenn ein Bankensystem abrauscht? Also meine Nachbarin schaut jeden Morgen Online-Banking, sieht ihre 2 Millionen Dollar da liegen und ist happy. Kennen Sie noch die Kaupthing-Bank? Ja. Island. Ja, ja, richtig. Und die hatte Filialen hier in Deutschland, deutsche Kundengelder, die ist pleite gegangen in der letzten Finanzkrise. Gelder, die über 100.000 Euro betragen haben und auf dem Konto gelegen haben, waren weg, weil, und das ist das Perfide daran, dass eben nicht ihnen gehört auf der Bank, sondern sobald sie es auf der Bank einzahlen, Teil der Bank. Das Problem ist allerdings, im März 2023. Na? Merken Sie was? Das war jetzt ein Tastenfehler von mir. Trotzdem ist der Inhalt unverfälscht, warum ich diesen Aufsager bringe. Warum wird eine Bank gerettet und ein Presseschaffender, der mit dem Leben bedroht ist, nicht? Da passt was nicht zusammen. Und das in good old Germany. Mit diesem Hintergrund. Merken Sie das? Merken Sie das? Und merken Sie was? tvgalacom@gmail.com oder und? podcasttv7@gmail.com oder und? Morhard, am Ende meines Namens immer die ARD. Das ist eine Geburtsursache. 007@gmail.com. Da wird Ihnen geholfen. Wenn ich nicht direkt, weil es zu viele Mails sind, tätig werden kann, leite ich es weiter. Ich lehne es nicht ab, wie teilweise staatliche Organe. Das ist der Unterschied. Hat die Federal Reserve Notprogramme für Banken aufgelegt, um eben dieses gesamte Banksystem zu stützen? Welches Notprogramm haben wir jetzt? Hallo? Hallo? Hören Sie? Wenn das nicht gekommen wäre, wäre das Bankensystem abgerauscht. Was bedeutet das? Was passiert, wenn ein Bankensystem abrauscht? Also meine Nachbarin schaut jeden Morgen Online-Banking, sieht ihre 2 Millionen Dollar da liegen und ist happy. Kennen Sie noch die Kaupthing-Bank? Ja, Island. Ja, ja, richtig. Und die hatte Filialen hier in Deutschland. Was denken Sie, warum ich jetzt zufällig diese TikTok-Sequenzen Privatinvestor TV, Privatinvestor TV, Privatinvestor TV, warum ich das einblende? Tja, aus dem Ausland habe ich heute Morgen ein Tele gehabt. Kundengelder, die ist pleite gegangen in der letzten Finanzkrise. Gelder, die über 100.000 Euro betragen haben und auf dem Konto gelegen haben, waren weg.
weil, und das ist das Perfide daran, dass eben nicht Ihnen gehört auf der Bank, sondern sobald Sie es auf der Bank einzahlen, Teil der Bank wird. Oh. Also das ist jetzt auch keine Idee oder so, sondern es steht in den AGBs, das kann man nachlesen. Die ich nie lese, diese Kleingedruckten. Kein Mensch liest die. Ja, okay, verstehe. So. Ach, das ist gar nicht mehr mein Geld dann. Nein. Das Problem ist allerdings, im März 2023 hat die Federal Reserve Notprogramme für Banken aufgelegt, um eben dieses gesamte Banksystem zu stützen. Und wer stützt Vitali C. Punkt? Wer stützt die Pressefreiheit von ihm? Ein Videograf. Ich will damit unter anderem, ganz nebenbei, das ist der Nebenbei-Effekt, versuchen, dass es Unternehmen gibt, die unter anderem Journalisten ohne Grenzen unterstützen. Das ist so ein Fall. Und dass man dann eben hergeht und aus diesem Beispiel lernt, dass man die Beamten der sogenannten Auffangstützpunkte schult, anders mit Menschen umzugehen. Es gibt einen Grund, warum er in Not ist. Weil er, wie Herr Enchin van Dij in seinem Land, Zeichen setzen will und wollte. Jetzt ist er gefährdet. Herr Enchin van Dij war im Gefängnis. Das möchte er nicht. Enchin van Dij steht für Hanoi, für Menschenrechte etc. pp. Er bekam Exil. Das gleiche in Deutschland Exil. Das gleiche kann und darf Herr Vitali C. Punkt erhalten. Er möchte gute Dinge tun. Er hat gearbeitet hier. Er war sehr beliebt, aber leider nur auf Zeit, weil er hier noch keine Stimme hatte. Er musste machen, was man ihm vorkommuniziert hat. Wenn das nicht gekommen wäre, wäre das Bankensystem abgerauscht. Was bedeutet das? Was passiert, wenn ein Bankensystem abrauscht? Also meine Nachbarin schaut jeden Morgen Online-Banking, sieht ihre 2 Millionen Dollar da liegen und ist happy. Kennen Sie noch die Kaupthing-Bank? Ja, Island. Ja, ja, richtig. Und die hatte Filialen hier in Deutschland, deutsche Kundengelder. Die ist pleite gegangen in der letzten Finanzkrise. Gelder, die über 100.000 Euro betragen haben und auf dem Konto gelegen haben, waren weg, weil, und das ist das Perfide daran, dass eben nicht Ihnen gehört auf der Bank, sondern sobald Sie es auf der Bank einzahlen, Teil der Bank wird. Oh. Also das ist jetzt auch keine Idee oder so, sondern es steht in den AGBs, das kann man nachlesen. Die ich nie lese, diese Kleingedruckten. Kein Mensch liest die. Ja, okay, verstehe. So. Ach, das ist gar nicht mehr mein Geld dann. Nein. Das Problem ist allerdings, wo ist das Recht von Vitali C. Punkt? Wo ist das? Hat er überhaupt auf dem Globus ein Recht? Die Vereinten Nationen, worauf fußen die? Na? Schreiben Sie es mir, tvgalacom@gmail.com oder podcasttv7@gmail.com oder mohat007@gmail.com. Sie haben die Möglichkeit, wäre sehr interessant. Ich bin an einem der nächsten, natürlich nicht bei jedem, Menschenrechtskongresse eingeladen. Zwei sind konkret und an einem werde ich teilnehmen. Ich habe da viel zu sagen. Das ist die Frage. Alle waren Kind. Baby Vita, ein Kindernahrungsmittel, hip, dafür steht er mit seinem Namen Qualität. Auch er war mal ein Kind. Warum werden wir zu solchen Tätern? Das ist die Kernfrage.
Warum ist das jetzt wieder so lang, das Video? Weil es eben nicht kürzer geht, weil der Fall so lang ist, so groß ist, so umfangreich ist. Haben Sie jetzt verstanden? Es ist höchste Alarmstufe, dass Sie mich anmailen und sagen, wie namhafte Größen, höchste Alarmstufe, hier müssen wir retten. Es darf nicht sein. Der Countdown, Alarm 007. Guten Tag. Hallo? Haben Sie schon mich angemeldet? Na, aber dann sofort bitte anmelden.